An einem typischen Arbeitstag komme ich zu Fuß zur Arbeit. Ich wohne nicht weit. Anschließend trifft man sich auf der Station, bekommt kurz von der Pflege eine Rückmeldung, wie die Nacht war. Ich arbeite 30 Stunden. Ich bin damit an 3 Tagen praktisch komplett im Krankenhaus. Es beginnt um 7.15 Uhr in der Früh mit einer Morgenbesprechung. Dann geht's los, dann verteilen sich die Leute auf die Stationen. Wir tun unseren Dienstplan vor 2 Monaten selber einteilen. Das ist dann sehr gut, weil ich gleichzeitig einplanen kann, was ich in meinem Privatleben mache. Unsere Bereichsleiterin ist immer da für uns, wenn wir etwas haben, was wir ihr mitteilen möchten. Die findet immer Zeit für uns. Man hat eben keine riesigen Teams, man kennt sich sehr gut. Es ist was sehr Organisches und fast familiär oft. Aber insbesondere in der Ambulanz arbeiten wir eigentlich Hand in Hand. Und natürlich arbeitet man auch dort mit anderen Disziplinen zusammen. Ich habe 3 Kinder und ich war zwischen meinen Kindern immer wieder in der Arbeit tätig. Meine Bedürfnisse wurden immer sehr ernst genommen und es war für mich immer eine sehr gute Balance. In der medizinischen Ausbildung kann man nie genug unterstützt werden, was die Fort- und Weiterbildung betrifft. Insgesamt gibt es aber Fortbildungen im Haus. Es gibt zusätzlich über die Ausbildungsärzte organisierte Vorträge. Was ich auch sehr toll finde, es gibt immer wieder Betriebsausflüge und gemeinsam einfach mit den Arbeitskolleginnen einen Tag oder mehrere Tage verbringen kann. Normalerweise gibt es natürlich Weihnachtsfeiern einmal im Jahr. Dann gibt es ein Grillfest in der Regel im Sommer, was draußen stattfindet bei uns im Innenhof. Das ist auch total nett. Dass wir nach Teambesprechungen was trinken gehen oder so, ist auch alte Tradition.